Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Ich verstehe nicht, was Leute meinen, wenn sie sagen, dass sie wie ein Baby geschlafen haben. Heißt das nur 2 Stunden lang? Dann haben sie sich eingeschissen und sind schreiend aufgewacht. Ist bitte nicht anfassen für Blinde in Blindenschrift dasselbe wie für uns? Wer das liest, ist blöd. Leben ohne Spülmaschine. Ich wasche erst ab, wenn kein Löffel mehr zum Schneiden für das Brot da ist. Über seine eigenen Witze zu lachen, ist eine gute Möglichkeit zu zeigen, wie kacke man ist. Diese Woche habe ich 2 Dinge gelernt. Erstens, niemand überprüft deinen Lebenslauf. Zweitens, Chirurgin zu sein ist doch schwieriger, als es im Fernsehen aussieht. Die NASA überprüft gerade, warum der Mars damals so lebendig und feucht war und heute so kalt und trocken ist. Ich tippe mal auf so 10 Jahre eher. Ich will mal Astronaut werden, wie mein Vater. Dein Vater war Astronaut? Nee, aber er wollte einer werden. Ich habe heute alleine einen Film geschaut. Ich dachte erst, dass der Film scheiße war, aber dann habe ich die 5 leere Chipstüten gesehen. Mir hat mal einer aus dem DAX-Vorstand gesagt, hier pfeifen alle nach meiner Tanze. Seitdem weiß ich, auch Führungskräfte wasseln nur mit Kochern. Menschen, die weggesnackt in ihrem normalen Sprachgebrauch haben, sollten mal so richtig ins Face gepuncht werden, dass die Teeth auf die Street fliegen. Heute Morgen in den Spiegel geguckt. Resultat, ich bin der Herr der Ringe. Kirchensteuern erinnern mich immer ein bisschen an Schutzgelderpressung. So nach dem Motto, schöne Seele hast du da. Wäre doch zu schade, wenn dir etwas passiert. Ich habe mich gerade im Edeka in die Verkäuferin verliebt, die den Schlüssel für das Schnapsregal hat. Diese Schockbilder auf Zigarettenschachteln halten niemanden vom Rauchen ab. Ich sehe auch jeden Monat meine Gehaltsabrechnung und gehe immer noch arbeiten. Das freut ihn. Ein Freund von mir ist Rettungssanitäter auf dem Motorrad. Er ist bei den Health Angels. Natürlich darf man Witze über dumme Menschen machen. Die gehören ja keiner Minderheit an. Ich habe gerade 1 Minute lang verständnislos auf das Wort Topfakten gestarrt. Bitte erschieß mich. Und ich weiß es halt echt so wegen dem Bild, nicht so sehr. Ja. Mitten in der Nacht auf einmal der Gedanke, oh, Dreck zwischen den Zähnen. Zack, 180 Grad Drehung, Fuß zum Mund und erstmal zwischen den Zähnen lecken. Katzen, immer. Kommt ein Japaner zum Arzt, sagt der Arzt. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist lang. Schon gut, ich hab Zeit. Geil, an Silvester darf man auch nach 22 Uhr noch Krach machen, ohne dass sich jemand beschweren kann. Ich werde staubsaugen. Und der Kommentar der Woche aus Folge 208 ist von Marietta Gens. Tochter, Papa, wieso habe ich keine Geschwister? Papa, weil Mama alle geschluckt hat. Schreibe auch du einen Kommentar, um vielleicht Kommentar der Woche von Folge 209 zu werden. Haut raus! Daumen hoch und like und abonnieren! Like und abonnieren, YouTuber! Daumen hoch und like und abonnieren! Like und abonnieren, YouTuber!